Hey, schön, dass wir uns treffen. Aber heute nicht etwa in New York, Rio oder Tokio, sondern in meiner Heimatstadt, Dresden. Wo Tänzer aus der ganzen Welt in dem Battle ihres Lebens aufeinandertreffen. Klassisches Ballett gegen brasilianischen Passinho, die auf zeitgenössischen Tanz treffen und sich wiederum mit urbanen Breakdance zu einem Feuerwerk vermischen. Floor on Fire, dem Battle of Styles. Okay, cool. So, yeah. Ich darf nicht in die Kamera gucken, ne? Scheiße. So, hi. Hi. Tanz ist für mich einfach mein Leben. Das ist einfach so. Ich glaube, Tanz ist alles. Es kann dich total bereichern in deinem Leben. Es kann dich aber auch überhaupt irgendwie auf den Füßen halten. I'm Julia, I'm Italian. Yeah, it's my first time at Floor on Fire. Actually, doing ballet in this context will be very interesting because it's a little bit foreign from this context, this battle aspect. Ich heiße Dalier, bin ein klassisch ausgebildeter Balletttänzer, komme ursprünglich aus Tadschikistan. Sagen wir mal so, face to face vor jemandem zu stehen und dieses Battle zu haben, also wirklich auch zu improvisieren zum Teil, das ist für uns für viele neu. Ja. Meine Sachen sind mehr die akrobatischen Sachen, also die Power Moves. Das sind die ganzen Drehungen, alles was mit Fliehkräften sind, im Handstand, viele Salto-Sachen. Klassischen Tanz drehst du auf eine bestimmte Art und Weise, eine Pirouette eben auf der Spitze. Breakdance machst du es auf deinem Handgelenk. Und der zeitgenössische Tanz ist so dazwischen. Also ich freue mich darauf, dass es was Ehrliches wird, weil wenn Tänzer battlen, dann hat das nichts Künstliches. Details aufnehmen, Pausen nutzen, neue Sachen machen, pam, 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 pam. Für mich ist das halt komplett neu, man battelt halt, was man halt schon kennt so bei uns, aber die Challenge, dort hinzukommen und zu sagen halt, das andere aus dir mal rauszukitzeln sozusagen, was noch in dir drinne steckt, tänzerisch, das ist, glaube ich, mega cool. Hoje, tipo assim, da forma que a gente diz, assim, passinho já é uma mistura de todos os ritmos. O passinho, ele é base de batalha, improviso. Eu sou o Pablo. Danço há 8 anos. Danço um pouquinho de tudo. Adoro dançar. Wir haben Tänzer aus allen möglichen Stilrichtungen. Diese werden nun in Paaren zueinander gelost. Der Partner muss dabei einen anderen Stil als den eigenen tanzen. Die Paare treffen im Battle aufeinander. Eine Jury entscheidet, wer in die nächste Runde kommt. Ich tanze mit einem Breaker in der Gruppe, Dennis. Ja, der ist, glaube ich, auch zum ersten Mal dabei. Habe ich die Chance, richtig. Und dann habe ich gesagt, hau ich heute mal rein. Ein klassischer Tänzer und ein Breaker in der Gruppe, das kann nur geil sein. Das Besondere ist, dass die unterschiedlichen Stilistiken aufeinandertreffen eben, ne? Und die dann ihren eigenen Senf dort mit reindrücken und dadurch eine ganz eigene bestimmte Senfsoße entsteht. So we're gonna dance ballet with breakdance music, maybe breakdance music with classical ballet music. So we'll see what happens. Und das ist so, ich freue mich einfach auf dieses Feuerwerk. Das wird geil. I feel nervous. No, never, ever. I have no idea. I'm just gonna dance something, I don't know. Tô muito empolgado. Nervous. Anything can change, anything can happen. So. Paare sind gelost und haben ab jetzt jeweils eine Stunde Zeit, sich vorzubereiten. You need to do the right one, right? Yeah, if okay. You want to do that's the right. Fine. I just yes. Forgot. Okay. So ein bisschen das Lampenfieber steigt jetzt ein bisschen. Dass jeder macht so ein bisschen sein Ding, versucht sich warm zu machen, so ein bisschen hoch zu pushen. Aber das Geile ist ja das Feeling, so kurz davor, dann ist es so, ist unbeschreiblich.
weißt nicht, wen du an dem Abend bekommst. Und du weißt nicht, was für Musik gespielt wird. Das heißt, selbst wenn deine Vorbereitung perfekt ist, kann der DJ dir Britney Spears spielen und du bist raus. Habe ich nicht gesagt, wir treffen uns heute? Ja, genau. Das bin ich. Meine Aufgabe? Habt ihr Bock auf das Feuer bei der Zeit? Ich heize dem Publikum richtig ein. Stell ihnen die Tänzer vor. Und der Rest? Der passiert von ganz alleine. Okay, das ist ein Breakdancer, der macht irgendwie einen technischen Trick, ja, vielleicht irgendwie auf der Hand oder irgendwas. Und man weiß, okay, das kann ich und das kann ich nicht, aber was kann ich daraus Neues mischen, um darauf zu antworten? Nur ein Team kommt in die nächste Runde. Jury? Als Belohnung darf es sich ein vom anderen Paar mitnehmen. Ja, das erste Battle, das war absoluter Hammer. Ich bin zum ersten Mal mit dabei und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich habe mir zwar was im Kopf vorgestellt, was ich machen möchte, aber in der Sekunde, wo ich auf die Bühne gekommen bin, alles gelöscht, vergessen. Ich habe nur gehofft, ich verletze niemanden. Gewinner dürfen jetzt zwei Tänzer ins Finale mitnehmen. Da braucht man keine Drogen, wenn man sowas macht. Also das gibt einem so ein Gefühl, als würde so fliegen. 10, 9, 8, 7, Supergeist von Mark, Flo, Feier, check it out. Dance is alive, bleiben Sie dance, what up? Make some noise, buddy.
já participou dessa batalha. É uma cultura entre... E só encaixando, que nem uma quebra-cabeça. Da entsteht was, das keine einzige Stilrichtung schafft, sondern ja, so eine richtige geile Fusion. Ihr könnt euch nicht schieben. New Base. Und dann kommt man immer wieder so an den Punkt, dass man mit jemandem eine Sprache nicht spricht. Und man stellt dann sehr schnell fest, so, mit Tanz versteht man sich so. Das ist spannend. Andere Stile, andere Kulturen, andere Bewegungen, andere Sprachen stehen sich gegenüber, kämpfen darum, wer weiterkommt. Am Ende kämpfen wir aber im Tanz nicht darum, den anderen zu besiegen. Wir kämpfen darum, unsere Grenzen zu sprengen, etwas dazuzulernen. Denn am Ende sitzen wir alle im selben Boot, auf derselben Erde und tanzen besser zusammen als alleine.